Wenn man das dann macht, den Wein in den Mund gießt, auch nicht gleich runterschlucken, sondern man sagt, man tapeziert den Mund, den ganzen Mundraum. Also nicht nur auf die Zunge und dann gib ihn, sondern man belegt den ganzen Mundraum, um den Wein komplett zu schmecken. Das geht ja viel zu langsam. Wein schmeckt man ja, dann Wein genießt man. Ja, für den Wein habe ich auch noch eine kleine Wunsch. Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not. Drum wer nicht küsst und wer nicht trinkt, der ist so gut wie tot.